Moin zusammen, hier ist euer Kev. Heute machen wir selbstgemachte Taco-Shells gefüllt mit Chili-Beef und Minzjoghurt. Vamos! Als erstes geht es natürlich mit dem Teig für die Tacos los. Da brauchen wir erstmal eine Schüssel und Maismehl. Dann brauchen wir Joghurt und etwas Wasser. Kleine Prise Salz dazu. Und dann wird das Ganze zu einem Teig verknetet. Die Pfanne ohne Fett schon mal vorheizen. Und dann kommen 2 Esslöffel rein. So, die vorsichtig verstreichen. Okay, also ihr seht, es kann auch mal schief laufen. Kleines Loch im Taco, macht gar nichts. Versucht bei euch, wenn ihr es habt, eine möglichst flache Pfanne zu benutzen. Am besten sind Crepe-Pfannen, weil dann könnt ihr super flach verstreichen und dann passiert auch nichts. Zack. Und fertig ist der letzte. Die Pfanne lassen wir heiß für das Hackfleisch gleich und in der Zwischenzeit können wir aber schon unsere Tacos wunderbar trocknen und zwar über einem Rost hier so einfädeln. Bisschen Fummelarbeit, aber so kriegen wir natürlich die perfekte Taco-Form hin. Die wandern jetzt ab in den Ofen. So, und jetzt geht's an unser Chili-Beef. Da brauchen wir nicht viel für, natürlich Hackfleisch und frische Chili. Da schnappe ich mir so 2 Stück und schneide die von der Spitze weg in feine Röllchen. Und das Hackfleisch wird nacheinander angebraten. Das heißt, wir vierteln uns das und dann geht's los. Hat den Vorteil, dass wir richtig schön geröstetes Hackfleisch bekommen. Ja, bei so einer großen Pfanne können wir ruhig 2 Viertel reinmachen. Gerade bei Hackfleisch ist wichtig, volle Lotte. Denn dann kriegt ihr richtig schöne Röstaromen und das Ganze wässert nicht. Boah, es duftet. Okay, erster Teil wandert hier rein. Pfanne ein bisschen wieder aufheizen lassen und dann kommt der zweite Teil, Hack. So, der zweite Teil ist richtig schön kross angebraten, das heißt die erste Fuhre wieder mit dazu. Und jetzt kommt die Chili mit rein und das Ganze mit Salz würzen. Noch einmal durchgeschwenkt und einfach runterschalten. Gut, dann können wir uns schon um das nächste kümmern, unsere Zwiebeln. Ja, so ein bisschen karamellisierte Zwiebeln mit einem Apfelessig, dafür einfach die Zwiebel halbieren. Und in Richtung dieser Streifen auf der Zwiebel fein runterschneiden. Wunderbar. So, für meine süß-saure Zwiebelmarmelade brauchen wir erstmal was Süßes. Und zwar den braunen Rohrzucker. Der kommt einfach so in den Topf und den lassen wir karamellisieren. Also gar nichts machen, einfach nur schmelzen lassen. Boah, der perfekte Karamell. Richtig schön gleichmäßig braun. Wir drehen die Flamme ein bisschen runter und dann kommen die Zwiebeln. Einfach so reinfallen lassen in den heißen Karamell. Und dann löschen wir das Ganze mit Apfelessig ab. So, jetzt kocht das so ein bisschen ein. Wir geben aber ruhig schon mal eine Prise Salz mit rein und eine Prise Pfeffer. So eine süß-saure, ein bisschen kecke Zwiebelmarmelade. Mmh, das sieht aber gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch den Minzjoghurt. Den haben wir hier, den Joghurt. Hier haben wir die Minze. Boah, super frisch. Und abgezupft das Ganze. So, dann so ein bisschen zusammenraffen und fein in Streifen schneiden. Also nicht so hacken, sondern schneiden, weil sonst verliert ihr zu viel von den ätherischen Ölen. Noch eine Prise Salz, bisschen Pfeffer und eine Prise Zucker. Kurz verrühren, dann kann man das ein bisschen ziehen lassen. Jetzt geht's ans Taco bauen. Dann füllen wir das Ganze mit dem Hackfleisch. Dann kommt die Zwiebelmarmelade und am Schluss der Minzjoghurt. So, und jetzt kommt noch der Pecorino oben drauf. Ja, und fertig ist unser selbstgemachter Taco gefüllt mit Chili-Beef und Minzjoghurt. Mmh. Ihr seht, das Schwierigste an den ganzen Tacos ist das Essen selber. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachkocht. Euer Kev.